behandeln auch ein anderes Thema, das mich schon interessiert. Wie kommt ein Mathematiker dazu, ein Buch über Gerechtigkeit zu schreiben? Ja, das war eigentlich ein philosophisches Dilettieren, wenn Sie so wollen. Ja? Also die Gerechtigkeit, was ist das? Gerechtigkeit ist nämlich jetzt in aller Munde. Gerechtigkeit ist das Schlagwort schlechthin in der politischen Diskussion. Sagen Und Sie irgendwie mir noch rasch, warum Sie von philosophischem Dilettieren sprechen? Ja. Und wie nahe Mathematik und Philosophie sind, kann man in der Mathematik auch dilettieren? Ja, natürlich, natürlich. Aber wer in der Mathematik dilettiert, also, wenn er gut dilettiert, ist er schon Mathematiker, nicht? Bei den Philosophen weiß ich es noch nicht ganz genau. Ein richtig geschulter Philosoph hat gesagt, ich habe das und das und das und das alles gelesen. Und wer nicht Hegel gelesen hat, der kann überhaupt nicht Philosophie richtig betreiben und sowas ähnliches. Und da ich habe schon ein bisschen Hegel gelesen, aber es war sehr wenig und es war sehr mühsam. Und wir hatten da in einem Seminar wirklich praktisch nur eine Seite gelesen. Das heißt zwar, wenn man diese eine Seite verstanden hat, hat man den ganzen Hegel verstanden. Aber wie gesagt, da traue ich mich nicht zu sagen, ja, da kenne ich mich wirklich aus, darum ist es mehr ein Dilettieren. Aber Diletto ist ja auch eine, wie soll ich sagen, das ist ja eine freudige Beschäftigung mit dem Ding. Und so, Gerechtigkeit ist also das Schlagwort der politischen Diskussion dieser Tage, nicht die soziale Gerechtigkeit. Und nun fragt man sich, wenn man analytisch denkt, worauf gründet eigentlich dieser Begriff der Gerechtigkeit? Ja, wo ist der überhaupt entstanden? Natürlich sagt man, im alten Griechenland muss er entstanden sein. Dikaiosyne, das schöne Wort für Gerechtigkeit. Bei Platon. Worauf führen Sie den auf welchen Aspekt der Mathematik führen Sie Gerechtigkeit zurück? Ah, mathematisch gesehen ist das nicht so einfach zu sagen. Eigentlich geht die Gerechtigkeit, so wie in der politischen Diskussion betrachtet wird, davon aus, dass wir Menschen eigentlich sozusagen alle gleich erschaffen sind. That all men are created equal. Ja? Die Gleichheit ist natürlich was Mathematisches, die Identität. Ja? Aber andererseits ist das rein philosophisch gesehen doch etwas Schwieriges. Wenn ich Sie frage, was ist Ihre Identität? Und dann sagen Sie irgendetwas. Ich bin eine aus Graubünden. Dann sage ich wahrscheinlich nicht vier. Nein, aber selbst wenn Sie auch sagen, Sie sind aus Graubünden, dann werden Sie klassifiziert und Sie sind nicht Sie selbst. Die einzige Identität, die man haben kann, ist, dass ich sage, ich bin ich. Punkt. Schluss. Und wenn irgendeiner sagt, sag mir deine Identität und ich sage irgendeinen Begriff, gleichsam, ich bin alt, ich bin Frau, ich bin Gott im Himmel, irgendetwas, dann wird man in eine Klasse hineingesteckt. Das macht man im politischen Diskurs viel zu oft, dass man den Menschen seine Individualität eigentlich raubt und immer sagt, du bist, und manche Menschen sind ganz glücklich, wenn sie nicht individuell sind. Die wollen das haben. Man versteckt sich manchmal sogar hinter dem Begriff der Gerechtigkeit, weil man sagt, ja, ich möchte ja wenigstens dieses eine, die Gerechtigkeit haben, damit ich in meiner Rolle, und die Rolle ist sozusagen in dem, wo ich mich selbst verberge, in meiner Rolle irgendwie in dieser Welt zurechtkommen kann. Und das Buch ist eigentlich, sagen wir, ein wenig ja, eine Dekonstruktion dieses Gerechtigkeitsbegriffs. Nicht? Sie haben Gerechtigkeit vor dem Richter. Und in Wirklichkeit sagt der Richter zu Ihnen, Sie können von mir nicht Gerechtigkeit erwarten, bestenfalls ein Urteil. Nicht? Sie haben die Gerechtigkeit des Marktes, aber der Markt ist selbst nicht gerecht. Wenn man das beobachtet, wie manche unter dem Schweiß ihres Angesichts schwere Arbeit verrichten und andere mit Lockerheit Millionen verdienen, sagt man sich, deren Verdienst ist nicht gerecht im Vergleich zu der Arbeit, die der andere leistet. Aber das sagt der Markt. Das können wir nicht arrangieren. Und die Natur ist das Allerungerechteste schlechthin. Sie haben also nicht versucht, eine Formel für die Gerechtigkeit zu finden? Ja, nein, ich habe nicht einmal angefangen zu versuchen, weil ich ziemlich sicher bin, dass es das nicht gibt. Erklärt eine Formel für Sie die Welt? Oder ist eine Formel für Sie eine abschließende Erklärung für ein Phänomen? Für gewisse Phänomene ist eine Formel eine abschließende Erklärung. Ja. Wenn ich das Phänomen als mathematisches Phänomen schließlich endlich reduziert habe, der freie Fall ja, im Vakuum unter bestimmten Bedingungen, man reduziert so weit, bis man sagen kann, und jetzt habe ich es aufs mathematische Niveau gebracht, dann kann ich eine Formel hinschreiben, ja, es ist gleich g halbe mal t Quadrat und damit habe ich den freien Fall beschrieben. Und für einen Menschen, der keine Formel lesen kann,
Das sieht vielleicht beim freien Fall etwas ganz was anderes. Ein Blatt fällt vom Baum herab. Es ist die halbe T-Quadrat stimmt bei diesem Fallen des Blattes vom Baum herab überhaupt nicht. Der Apfel fällt auf Newtons Kopf. Das stimmt die Formel. Aber es ist immer ein Apfel gewesen. Es ist auf Newtons Kopf gefallen. Wäre er woanders hingefallen. Die Formel hätte es nicht gebracht, dass dann plötzlich ein Genie auf einen Gedanken kommt. Mit anderen Worten, wir brauchen die Formeln und die Sprache dazu, damit wir die Erkenntnisse, die die Mathematik macht, allen Menschen zugänglich machen können. Aber die Frage ist, was war zuerst? War zuerst die Zahl oder war zuerst das Wort? Ja? Wittgenstein. Man könnte auch fragen, was bleibt am Schluss mehr? Das ist auch eine tiefe Frage. Vielleicht keins von beiden, nicht? Vielleicht keins von beiden. Ja, keins von beiden. Am Anfang, also Brauer, der große holländische Mathematiker, sagt, am Anfang waren die Zahlen 1 und 2 und dass die 2 eigentlich eine Fortsetzung des einen ist. Und Wittgenstein sagt, nein, er hat vollkommen Unrecht, am Anfang waren die Worte. Na, das muss man aufpassen. Das Wort heißt auf Griechisch Logos, ja, Enachelen Logos, also am Anfang war das Wort bei Johannes, aber Logos ist eigentlich das Verhältnis von zwei Zahlen. Stellen Sie sich das vor. Also steckt im Logos beides drinnen. Nicht? Am Anfang war das Wort, hier stocke ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ja. Dann überlassen wir es, glaube ich, den Menschen, jenen Weg, auf jedem Weg die Wahrheit zu ergründen und die Welt zu ergründen, wie sie haben, über das Wort oder die Zahl. Rudolf Taschner, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch.